Hallöchen, liebe Videofreunde. Es ist wieder mal Zeit, eine kleine Tour zu machen. Ist jetzt 4 Wochen her, als ich zurückgekommen bin von der Mosel. Und ja, jetzt standen mal ein paar andere Sachen an. Und jetzt möchte ich aber eine kleine Tour wieder machen, weil es wird Zeit. Und habe mir überlegt, dass ich mal so ein bisschen an der Oder entlang fahre. Ich fahre jetzt einfach mal los. Es ist schon ein bisschen spät. Eigentlich wollte ich schon 1,5 Stunden früher losfahren, aber wie das dann immer so ist, mit Einpacken und zu Hause alles aufräumen, sauber machen etc., auffüllen das Auto. Es ist immer irgendwas. So richtig pünktlich komme ich nie weg. Also deswegen, jetzt fahre ich los und fahre jetzt erstmal nach Ratzdorf. Dort waren wir schon mal. Da haben wir schon mal ein kleines Video gemacht. An der Neiße-Mündung ist das. Und das hat uns sehr gut gefallen. Hoffentlich kriege ich noch einen Stellplatz. Es sind ja Ferien, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Jetzt geht's los. Toothbrush next to the kitchen sink just to be kind. You'll be sleeping on the hallway couch leaves for some time. You made up your mind and I'm torn apart. Still hope you would try to fix what is gone. Why can't we stay for the little things? Stay for the little things. Stay. Fight for the little things. For every little reason we've got. I can hear you walking out the front door, stuck on the phone, while our bedroom's echoing. I'm all alone. You decided so fast that we never talked. Still wish you would fight for love that we lost. Nichts los, ich bin da, ein einziges Wohnmobil, ich glaub das doch gar nicht. Schauen wir mal. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Da ist noch ein Platz mit Schatten. Schaue ich mal, ob hier auch Strom gibt, weil hier wäre nämlich schöner Schatten. Mal sehen. So, wir sind angekommen. Schattenplatz hatte keinen Strom, aber dadurch, dass es ja nicht so warm ist, ist es uns jetzt egal. So, und jetzt gehen wir mal schauen, wie wir hier bezahlen müssen. Ob das immer noch so ist, dass der Herr hier abends herkommt und kassiert oder ob man am Automaten bezahlen muss. So, also es ist immer noch so, dass hier eine Person kommt, die kassiert, steht dran, kostet immer noch 10 Euro am Tag und 5 Euro, wenn ihr hier entsorgen wollt und dicht hier steht, dann müsst ihr 5 Euro bezahlen. So, hier ist Trinkwasser und hier habt ihr Abwasser. PC ist auch da. Ja, alles noch beim Alten. Den Spielplatz, den haben sie neu gemacht. Das sieht schön aus.
Ja, ich habe mir gedacht, Wunder, was hier los ist, dass das voll ist. Überhaupt nicht. Das ist so schön. Bin ich nicht böse. Ja, sollten wir noch ein Stückchen Gasse gehen. Wir gehen jetzt mal eine kleine Runde. Der war heute nämlich noch gar nicht. Aber dann muss ich mich erstmal ein bisschen stärken und nachher gehen wir mal schön runter ans Wasser. An die Oder und an die Neiße. Letzte Mal das gesehen habe, da habe ich früher drin gesessen. Also das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So ein altes Karussell. Das ist cool. Kajüte, Gast- und Tanzwirtschaft. Ja, die Stühle sind angekippt. Zu tanzen gibt es hier heute nichts, aber trotzdem ein schönes Fleckchen hier. Das ist mit Sicherheit eine kleine Wirtschaft. Und ja, ist doch ganz nett. Nostalgisch. Ja, hier ist jetzt neuerdings ein Zaun. Das war damals nicht da. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen die jetzt hier einen Zaun hingemacht haben. Und wie man auch da runterkommt, keine Ahnung. Werde ich gleich rausfinden. Ja, genau hier ist die Neiße-Mündung. Da, wo das Schild hinten steht. Das Durchfahrtsschild, da haben wir damals noch schöne Aufnahmen gemacht. Und ich muss mal gucken, ob das Video, dass ich euch das nochmal verlinke, da sind auch noch Drohnenaufnahmen dabei. Das ist ein herrliches Fleckchen hier. Damen, die da hinten essen, die mir gezeigt, wie das hier aufgeht. Hier ist nämlich ein Tor und das kann man dann hier aufmachen. Dann schiebt man das raus und dann macht man es wieder zu. Und dann kann man nämlich hier durchgehen. Und deswegen war ich auch gerade unten am Wasser. Habe ich doch Glück gehabt, dass ich die zwei da getroffen habe. Ja, nachdem wir jetzt einen schönen Spaziergang mit Dolden gemacht haben und Dolden schon gestärkt ist, bin ich jetzt dran und ja, bei mir gibt es halt was Schnelles, einfach einen schönen Salat, griechischen. Und dazu gibt es eine Scheibe Brot, fertig aus. Und dann mache ich es mir gemütlich. Dann werde ich gleich heute die Bilder überspielen, damit sich nicht wieder so viel anhäuft. Und nebenbei Fernsehen gucken und einfach mal einen richtig schönen, relaxten Abend. Also, ihr Lieben, war ein schöner Start heute. Ich hoffe, die Woche bleibt so. Und ja, bis morgen. Tschüss! Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin gerade mit Dolden unterwegs zum Morgenspaziergang und wollte euch mal zeigen, dass es hier so wunderschöne Wege gibt, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Na, nicht nur mit dem Hund, also auch selbst. Also man hat hier wunderbare Wege ins Feld rein oder wie gesagt einen schönen schattigen Weg entlang, wenn es sehr warm ist und man hat hier wirklich also eine sehr, sehr schöne Region, also um wandern zu gehen. Und für Dolden ist das natürlich hier das Paradies. Ne?
Frühstück. Jetzt habe ich auch Hunger nach der Tour. Wunderschön war das gewesen. Also ist ein herrliches Plätzchen hier. Ihr habt Strom, ihr habt Fähr- und Entsorgung. Es kostet 10 Euro und habt eine wunderbare Landschaft hier zum Laufen, auf dem Deich entlang oder wie ich jetzt gerade vorhin im Feld am Waldstück entlang. Für den Hund ein Traum. Also für Wanderer wunderschön, für Fahrradfahrer wunderbar. Also das ist einfach wirklich ein Plätzchen, was man empfehlen kann. Sehr, sehr schön und vor allen Dingen, ich finde es super für 10 Euro, Leute. Also das ist heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. Und ein großes Dankeschön auch an die Gemeinde, die das zur Verfügung stellt. Das wollte ich einfach mal sagen. Also toll, sehr schön hier.